ich duschen gehe, dann ist erstmal richtig heiß und danach aber am Schluss total kalt abduschen. Ist genial. Fühlt man sich wie neugeboren. Mein Name ist Jürgen Groß. Ich bin seit 18 Jahren bei der Firma Hans Grohe. Mein Job ist, ich bin stellvertretender Entwicklungsleiter, gleichzeitig Konstruktionsleiter für die Produktbereiche TUS-Systeme, Elektronik und Grundlagen. Aus allen Bereichen gibt es Abstimmungsbedarf. Es fängt an bei Designabstimmung mit unseren Designern. Und dann sind es auch ganz normale technische Abstimmungsgespräche zu allen möglichen Produktkategorien. Probleme lösen, Problemstellung bieten, den Leuten helfen, wenn es irgendwo scheinbar unlösbare Probleme gibt. Wenn Sie ein Endprodukt heute sehen, dann sieht man nie so, was dahinter steckt. Eigentlich ist es immer die Symbiose aus ganz vielen verschiedenen Anforderungen. Anfangen tut es eigentlich, wir kriegen Designentwürfe, dann gibt es erstmal Scribbles, Mockups, also Hartschaumodelle. Dann gibt es einen endgültigen Designentwurf. Währenddessen hat man natürlich schon konstruiert, Machbarkeiten, Grobkonstruktionen gemacht. Dann geht es in unseren PEP-Prozess, Produktentstehungsprozess. Dann betrachtet man, welche Fehler könnten denn auftreten. Also das Produkt wird dann nach einer Grobkonstruktion auch wieder komplett auseinandergenommen. Und dann geht es in die nächste Schleife und so kommt ein Step nach dem anderen. Der Vorteil bei Hans Grohe ist, es macht ein Entwickler, maximal zwei in der Regel, ein ganzes Produkt. Es ist viel interessanter. Ich würde jungen Ingenieuren raten, grundsätzlich nie die Motivation zu verlieren, sich auf neues Terrain zu wagen. Dinge tun, die vorher noch keiner getan hat. Man muss sich auf neue Gebiete wagen. Und das ist das Salz in der Suppe. Wann immer ich das Gefühl habe, es geht vorwärts, um der Sache willen und die Leute stehen hinter der Sache, dann bin ich eigentlich happy.